Hallo. Na. Einen wunderschönen guten Abend. Einen kleinen Moment, ich schalte eben die Kamera frei. Hallo. Na. Wie geht's? Was macht ihr so? Ordi und Buddy, hallo. Gut, Buddy ist kurz weg, aber Ordi, na, schläft Nox hier noch? Jo. Wahnsinn, nein. Discord hat ein Update, hurra! So, ich muss mal eben alles schließen, was nicht benötigt wird. So. Ich habe jetzt, auch wenn die 4K-Verarbeitung noch nicht ganz fertig ist, habe ich jetzt auf YouTube die ganzen Streams veröffentlicht für bis vorgestern, bis 4.9. Also den Immortals of Aveum-Stream. Gestern Abend ja nur einfach Starfy gestreamt, nochmal ein bisschen Hauptstory gemacht. Tatsächlich, ja. Und ja, läuft, ne? So, bevor ich jetzt Discord schließe, schau nochmal ganz kurz, was da... Achso. Nin futtert heute ja echt gut. Gut, dann kann... Browser zu. Und... Hallo, Buddy. Na? Wie geht's dir? Was machst du so? Und deine Emotes sind einfach... Also, es sind deine, aber die, die du nutzt. Du weißt schon. Trinken. Ja, lass uns mal was trinken hier. Also, ne? Prösterchen. Kapfritzko... Och, Mensch. Guten... Du bist ein Fuchs. So. Oh, ich hab noch mein... ich hab noch meine Berufsbekleidung an. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz wechseln. Ah, das T-Shirt ist gar nicht hier. Ich bin noch mal kurz weg. Einfach vergessen, sich umzuziehen. Ja, ich war ja eh den ganzen Tag am Rechner so ungefähr. Du Nasentaps. Ey. Bierchen. Jo, danke. So, jetzt also nochmal. Hallo. Ja, ich war ja jetzt gestern und heute digital an der Fortbildung am Teilnehmen. Der Satz macht sehr viel Sinn. War sehr, sehr cool. Hat auch durchaus einiges gebracht. Ich hoffe, ich kann auch viel davon umsetzen. Und ja, da trage ich halt Berufsbekleidung. Wo dann halt auch der Name der Firma draufsteht.
Er ist so ganz knapp unterhalb des Kamerabildes. Digitales Auto bauen? Nee. Nicht ganz. Oh, Buddy. Ei. Ja, puh. Da kann ich auch nichts mehr sagen. So. Wieso starten jetzt wieder Discord? Enden. Und beenden. Und umschalten. Jawoll. Wenn der Zucker und das Koffein kickt. Um diese Uhrzeit. Oh. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ich habe ja gestern schon Abend schon gesagt, ob das heute so gut ist mit Stream. Ich weiß es nicht. Hat sich Discord ja doch geöffnet. Oh, Mensch. Diesen. Aber gegebenenfalls werde ich dann sonst morgen Schlaf nachholen müssen. Mehr als mir lieb ist und dann. Naja, dann gibt es ja morgen kein Snap. Aber wer weiß, vielleicht bin ich auch wach genug. Das muss ich dann zeigen, wenn es soweit ist. So. Ich hatte zuletzt hier gleich 3 neue Waffen angebracht. Warst du denn heute produktiv? Nee. Anscheinend nein. Ja, ich hab. Ja. Ich brauch mal eben wieder Geld. Ich brauch das Transportvehikel da hinten. Da gerade Credits 1800 hinzugefügt? Warum habe ich 1800 Credits bekommen? Wofür? Fleißiges Magie ist fleißig. Ich möchte ins Mastdistrikt. Das war von dem, was die angefangen hat zu sagen. Bestimmt irgendwelche Kopfgelder. Ihr Nerd ist praktisch. Wenn man kurz davor gegessen hat, kriegt man Bauchweh. Also wir haben jetzt auf jeden Fall Barrett dabei statt Sarah. Also wenn er hinterherkommt. Komm rein. Möglich. Haben wir zuletzt Piraten? Wir hatten zuletzt ein bisschen gekämpft, ne? Hier, kann ich bei der Medbay eventuell so ein paar Sachen verkaufen? Ich habe nur begrenzte Ressourcen, versuche aber niemanden wegzuschicken, der nicht in Credits schwimmt. Wir geben hier unser Bestes. Mehr kann man schließlich nicht tun. Ach stimmt, mit ihr sollten wir für SSNN quatschen. Du kommst von SNN? Das wundert mich aber jetzt. Normalerweise ist euch das Leben hier auf dem Unterdeck keine Story wert. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Auf dem Unterdeck ist es immer gleich. Gewalttätig und gefährlich. Ich schwöre, ich behandle hier mehr Wunden als damals als Navy-Sanitäterin. Klar, wenn du möchtest. Ich heiße Talia. Ich bin hier auf dem Unterdeck aufgewachsen und seit über 10 Jahren Schwester auf der Krankenstation. Ich war Feldsanitäterin bei der UC Navy. Als der Koloniekrieg vorbei war, bin ich zurück aufs Unterdeck gekommen, um den Leuten hier zu helfen. Okay. Auf der Krankenstation ist es immer hart. Wir haben keinen richtigen Arzt, nur mich. Und ich kann nicht alle behandeln. Die letzten paar Wochen waren besonders schlimm. Es geht gerade irgendeine Infektion um. Viele Kinder hier unten stecken sich an. Es bricht mir wirklich das Herz. Oh.
Natürlich können wir gerne verhelfen, sie zu beseitigen. Also die Kinder, nicht das Virus. Oh, das ist aber nett von dir. Du kannst vielleicht wirklich ein wenig helfen, wenn du möchtest. Wir reden darüber, wenn du mal Zeit hast, ja? Aber gerne. Okay, kein Problem. Sag Bescheid, wenn ich noch etwas für dich tun kann. Ja, ich würde gerne... 3 Schusswunden in einer Woche. Man merkt, wo die Prioritäten der UC Security liegen und wo nicht. Wir sind nicht Reliant Medical, aber wenn du die Credits hast, habe ich vielleicht was für dich. Ich möchte Hilfen verkaufen. Oh, aber sowas hier könnte ich natürlich auch mit gebrauchen. Alter, wie teuer. Heilt alle Abhängigkeit. Heilpaste. Das nicht, das nicht, das nicht. Das nicht, nicht. Oh. So, jetzt habe ich wirklich kein Geld. Nein, verkaufen. Ich möchte gerne verkaufen. Das Ding hier, ich werde es nicht nutzen. Nicht für 30 Sekunden. Hier nutze ich auch zu wenig. Behalte ich, behalte ich, behalte ich. Ja, behalte ich auch mal. Behalte ich, behalte ich, behalte ich, behalte ich. Verkauf mal 3 Stück von. Oh je, vor dem Gang zum Metzger erstmal die Hausverwaltung um Erlaubnis fragen, weil Haustiere sind nur nach Absprache erlaubt. Auch mit Igel zu zählen. Der Witz hat sehr lange gebraucht. Ich verkaufe von denen. Ich versuche mal so, dass ich einigermaßen immer 5 von den Sachen dabei habe. Aber so, dass es nicht zu viel an Gewicht wegnimmt. Medipacks brauchen immerhin kein Gewicht. Also kein. Medipacks haben kein Gewicht. Notfallkit, Paramount. Was ist? Für der Begleitersympathie. Bewegungsgeräusche. Durch Tabletten. Das verkaufe ich. Weil die Gegner erkennen einen irgendwie so oder so. Behalte ich, behalte ich, behalte ich, behalte ich. Viel zu viel von dem ganzen Kram hier. Also ich werde nicht so viele Forschung, also ich habe kein Problem damit, ein bisschen Zeug für Forschung auszugeben. Ein. Hier genauso. Jetzt haben wir immer noch 23 Items hier drin. 23? Das kommt nicht hin. 23 unterschiedliche Items, ja. Oh, du hast daran gedacht. Ich bin gerührt, wirklich. Ja, und ob du uns helfen kannst, gar keine Frage. Alle Kinder haben denselben Magen-Darm-Infekt. Aber ich kann ihn nicht genau diagnostizieren. Pädiatrie ist nicht mein Gebiet. Aber einer meiner Kollegen, Dr. Lebedev, ist der Experte. Wenn ich seine Notizen hätte, könnte ich die Krankheit sicher diagnostizieren und behandeln. Wir haben in letzter Zeit ungewöhnlich viele kranke Kinder auf der Krankenstation. Sie haben alle dieselben Symptome. Aber ich kann die Ursache nicht eingrenzen. Es ist nicht tödlich, aber ich habe auch noch keine wirksame Behandlungsmethode gefunden. Das macht mir Sorgen. Ihr trinkt ordentlich Martini. Sie ist schon genauso gerührt. Er arbeitet oben bei Reliant Medical. Ist ganz leicht zu finden, zwischen dem Mast und dem Orion Tower. Dr. Lebedev ist immer da. Danke, das ist wirklich nett. Ich kann leider nicht gehen, sonst ist die Krankenstation unbesetzt. Sie hat doch gesagt, sie ist sowieso die Einzige hier, also ist sie grundsätzlich oft unbesetzt, weil sie muss auch mal schlafen und
essen und auf Klo gehen. Und von hier aus haben wir natürlich keinen Zugriff auf Schiffsinventar. Jo. Bin ehrlich, wenn das hier ein OP-Platz ist, dann sollte der definitiv mal gereinigt werden. Sehr erheblich gereinigt werden. Truthahn. Naja gut, was man halt so für Sachen implantiert. Naja. Fläschchen. Wenn du zusammengeflickt werden musst, kriegen wir hin. Nö, nee, alles in Ordnung, aber warum hast du hier radioaktives? Wo ist sie hin? Oh, wieso ist Barrett jetzt hier? Ah. Also ich glaube, das ist nicht. Also ich weiß ja nicht. Oh, Barrett, geht's dir nicht gut? Oh, das mit dem Knie ist nicht so gut. New Atlantis ist echt sauber. Okay. Keiner soll die Wahrheit kennen. Manchmal ist das eben einfach. Kein Pfeil, sondern ein Schuh im Knie. Einmal im Leben Geschirr von Hand gespült und komplett verschwitzt. Ich werde hier so beobachtet. Okay. Das Wasser zu heiß eingestellt, dafür ist die Küche soweit sauber. Ja, immerhin. Gemütlich, der Laden, oder? Mir gefällt es hier. Lunge hier nicht rum, ja? Ich mache immer gern Geschäfte. Ja, was kann man denn bei dir verkaufen? Hilfe, Notizen? Was gibt es denn bei Notizen? Grundlagen der Schiffsreparatur. Hilfen. Ressourcen. Ah. Bei ihm kriege ich hoffen solchen Kappes. Und die Tritsche nehme ich gerne. Ein Luftbefeuchter. Zu heiß beim Spülen gibt's nicht. Es gibt auch Spülmittel für, in Anführungsstrichen, kaltes Wasser. Oh, wir können eine ganze Menge bei ihm verkaufen. Irgendwie habe ich hier schon mal keine Waffe dabei. Munition, nein. Anzüge. Den wollte ich noch anziehen. Rucksäcke, Helme. Was ist denn Luftresistenz? Muss weiß, dass ich nur noch mit Handschuhen ins Wasser kann. Was? Ja, man kann auch Kälte spülen, aber ich drehe halt einfach den Hahn auf und nach Wassermenge X wieder zu. Ohne Kaltwasser beizumischen. Dass du nur noch mit Handschuhen ins Wasser kann? Boah, ich habe gerade kurz einen Schrecken gekriegt. Warum ist mein Monitor schwarz geworden? Oh, die tut das nicht. Nicht Hände verbrühen. Und vor allem nicht so viel Energie verheizen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der hier. Ich verkaufe die. Kleidung behalte ich. Werfbare Items. Die Minen kann ich verkaufen. Elgranaten. Ach du Schande. Hilfen. So. Hier gibt es jetzt irgendwie noch eine ganze Ecke mehr, wa? Hier schon wieder diesen ganzen Mist verkaufen. Alles nur irgendwie regeneriert Gesundheit.
Halte ich? Hoffe ich. Hoffe ich. Ganz kurz konzentrieren, dass ich hier die richtigen Buttons drücke. Dass man irgendwas zu viel verkauft oder falsch verkauft und so. Was die Garzeise macht, immer gleich heiß. Kälter wird das Wasser nur dadurch, dass ich zusätzlich noch Kaltwasser beimische. Deswegen heißt das auch Mischbatterie. Ja, aber wenn du Kaltwasser hinzumischst, dann benutzt du insgesamt weniger Heißwasser. Weil du ja mehr Wassermenge hast. Ne? So. Notizen. Wiegt eine von den Notizen hier was? Hier, 0,8. Ressourcen, die behalte ich. Die kommen wieder ins Schiff. Sonstiges. Kartendeck. Metallplatte? Ach, da sind die ganzen Teller für einen. Schreibtisch, Lautsprecher. Kaufen. Okay. Aber ist das Salz dann nicht eher blöd bei Meerwasser? Warte, heute läuft ja auch echt auf Hochtouren, ne? Wäschegeschirr bei 30 Grad. Nur aber ohne Schleudern. Spülhandschuhe, so Gummidinger halt. Ja, schon. Da habe ich gerade einen Denkfehler, weil der Durchfluss dann ein anderer ist. Du hast einen begrenzt großen Behälter. Wenn du den nur mit Heißwasser füllst, benutzt du auch das gesamte Volumen aus Heißwasser. Wenn du Kaltwasser hinzumischt, dann ist der Anteil an Heißwasser in diesem Behälter kleiner, weil ja da drauf noch das Kaltwasser oder darunter das Kaltwasser ist. Das heißt, du benutzt weniger Heißwasser und verbrauchst weniger Energie. Man darf mich aber gerne korrigieren, wenn ich was halte. Aber nun habe ich denn 123 Items hier durch die Notizen mittlerweile. Ich habe wahnsinnig viele Notizen. Aus dem Schiffsinventar verkaufen? Ja, bitte. Ich kriege hier so wenig Geld immer für die Sachen, das ist ja üb. Und der Händler hat schon wieder kein Geld mehr. Ach, herrje. Ja, ist okay. Ich gehöre zu SNN und würde gerne zu deinem Geschäft. Von SNN? Schön, aber keine Einzelheiten. Ich will ja meine Geschäftsgeheimnisse wahren. Wie ist die Lage? Scheiße, was glaubst du denn? Das Leben hier unten ist eine Katastrophe und das wird sich auch nie ändern. Ein Moment. Ich sehe gerade, dass der Stream abgebrochen ist. Moment. Ganzes Internet ist gerade weg. Jetzt ist mein Internet wieder da. We're disconnected from the server. Ah, WBchen. Willkommen zurück. Was ist denn da passiert? Also,
Die letzte Nachricht, die ich bekommen habe, ist, vielleicht habe ich gerade einen Denkfehler, weil der Durchfluss dann ein anderer ist. Die Erklärung dafür habe ich dann schon gegeben, aber ich weiß natürlich nicht, wie viel davon... Also, Probleme mit dem Streaming, was? Ich hätte das nicht, Probleme? Probleme mit dem Wagen, was? Wie schrieb das gesamte Volumen? Ja, wie du schriebst, ich kann ja nicht lesen, was du geschrieben hast. Ich weiß nicht, an welchem... Also... Natürlich buffert der Stream genau dann, wenn Maggie zur Erklärung ansetzt. Oh, das Ganze wohl dämmt. Oh nein. Ich weiß nicht, was da los gewesen ist. Sehe ich nur so... Mein Stream ist am Stehen und dann, also meine Verbindung und so. War einfach das Internet weg. Aber die Aufnahme läuft weiter. Also, die Wasserlobby hat dich zensiert. Einfach weiterspielen. Nein, also. In deinem Waschbecken hast du ein begrenztes Volumen. Und in dieses Volumen, wenn du nur Heißwasser reinpackst, wird der volle Energieverbrauch für das gesamte Wasser genutzt. Wenn du aber Kaltwasser hinzumischst, dann benutzt du ja nur noch einen Anteil an Heißwasser und den Rest füllst du mit Kaltwasser auf. Das heißt, dein Gesamtenergieverbrauch für deinen gesamten Waschvorgang wird kleiner. Ja. Und er ist wieder weg. Nein, diesmal ist noch... Die Übertragung ist noch da. Nein, bis da, ich mach nur Spaß. Nee, ich hab ja meinen Stream noch selber auf dem Monitor laufen. Ja. Begrenztes Volumen wird mit Kaltwasser aufgefüllt, gleich weniger Energieverbrauch, weil weniger Heißwasser. Punkt. ja. Dann frag ich nochmal, wie ist die Lage? Scheiße, was glaubst du denn? Das Leben hier unten ist eine Katastrophe und das wird sich auch nie ändern. Ich heiße Henrik. Mir gehört Apex Electronics. Mehr sage ich der Lügenpresse sicher nicht. Was? Das ist nicht euer Ernst. What the fuck? Halt mal die Kresse. die Zeit, in die Gasheizung läuft, bleibt doch aber gleich, weil durch den Wasserhahn trotzdem nicht mehr Wasser fließt, um das Becken zu füllen. Es läuft nur weniger Wasser durch die Heizung. Wie ist Suwok noch nicht mitbekommen? Da musste das ja passieren. Welches PCB ist dem denn explodiert? Wolltest du noch was sagen? Ja, wollte ich, danke. Ich nehme mal an, du hast die Gasheizung mit einem Speicher in Verbindung. Die Gasheizung wird ja nicht nur dann angeschaltet, wenn du gerade Verbrauch hast, weil dann würde die ja einfach irgendwann überhitzen. Also... Doch, leider schon. Ich drehe Wasser auf, Flamme geht an. Du spielst aber keine Spielchen mit mir, oder? Uff, das ist ein sehr, sehr schlechtes System. Kannst du die Teilebezeichnung an seinem Gesichtsschmuck lesen? Nee, da ist gar keiner dran. Das ist nur leicht eingeformt. Das hört man auch sehr gut. Das hört man auch sehr gut. Standard Gastherme, Wiesmann. Weil es ist wie bei Batteriesystemen. Du hast einen Erzeuger für Elektrizität
Und speicherst den? Tut mir leid, ich bin zu alt, um so rumzustehen. Und nutzt den, wenn er gebraucht wird. Und heißt, du entkoppelst die Erzeugung zeitlich vom Verbrauch. Wolf. Die ist noch nicht explodiert. Na gut, ich erlöse ihn mal aus seiner Stille. Wie läuft es aktuell so bei Apex Electronics? Die Tür ist noch offen, oder? Das werte ich als Erfolg. Tut mir leid, wenn du dir was Blumigeres erhofft hast. Das sollte wohl reichen. Klasse! Und jetzt greif mir doch ein wenig unter die Arme und kauf was. Eine Hand wäscht die andere. Also genau genommen habe ich dir gerade einen Haufen verkauft. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige habe. Ja, kein... Aber du hast kein Geld mehr. Mach's gut. Nicht einen Credit. Ich habe zu viel Tab gedrückt. Danke für deine Hilfe. Das House of the Enlightened. Oh Gott. Sind hier noch mehr von den... Auf dem Unterdeck gibt es sehr viel zu tun und sehr viele hilfsbedürftige Leute. Willkommen im Haus der Aufklärung. Anfangs waren wir eine intellektuelle Bewegung von Atheisten. Mit zunehmender Zahl konzentrierten wir uns mehr auf humanitäre Arbeit. Wir wollten zeigen, was die Menschheit gemeinsam erreichen kann. Nun, wir lassen keine Spendendose umgehen oder sowas, wenn du das meinst. Aber wir sind durchaus auf Spenden angewiesen, die wir so sparsam wie möglich einsetzen, wie du anhand der Umgebung hier vielleicht siehst. Nein, ich bin nicht auf der Suche nach Arbeit, ich nehme die Quest trotzdem an. Perfekt. Ich suche zufällig gerade jemanden, der mir bei etwas hilft. Ja, natürlich. Ja, manchmal ergibt es sich einfach gut. Menschen mit gemeinsamen Interessen finden zueinander und indem wir zusammenarbeiten, können wir etwas Größeres erreichen. Also der Auftrag. Du musst einen Mann namens Tahir von der Krankenstation abholen. Er erholt sich von einigen Verletzungen und braucht Hilfe, um in seine Wohnung zurückzukehren. Hol ihn ab, besorg ihm etwas zu essen und bring ihn nach Hause. In einem der ärmeren Bezirke, wo die Kinder Fußball spielen. Bring ihn dahin, das sollte reichen. Tahir ist stolz, er soll sich nicht von dir abhängig fühlen. Du gibst ihm bloß einen Schubs in die richtige Richtung. Klasse, du findest ihn in der Krankenstation. Er hat sicher Hunger, bring ihn nach dem Abholen also erst einmal zu Kai. Sie hat schon ein Essen zum Mitnehmen vorbereitet. Und danke. Durchlauferhitzer. Da ist ein 10 Liter Ausdehnungsgefäß drin. Gut, das sollte eigentlich nur für den Druck sorgen, aber... Naja. Denkt über der Badewanne. Ich kann gleich die Serie nochmal rausgucken. Klammer anmacht, Wasserschleife heiß. Wasser fließt durch und nicht Wärme auf. Und nimmt Wärme auf. Ja. Durchlauf, Elsa. Aber ein Durchlauferhitzer mit Gas ist ja auch... Uff. Auf den Druck muss man achten. Also ich hoffe, ihr macht irgendwas Sinnvolleres in der nächsten Wohnung. Ja, der Vermieter hier überall. Hatte ich auch in meiner ersten Wohnung? Geht eigentlich. Für so eine kleine Turbine. Ich hatte in meiner ersten Wohnung wenigstens eine elektrische, elektrischen Durchlauferhitzer. In der nächsten Wohnung steht im Keller ein Blockheizkraftwerk mit dicken Wasserspeichern. Also so ähnlich wie bei mir, dieses super laute, nervtötende und überhaupt nicht heizende
so ins Obergeschoss heizende Ding. Nee, ja, schon, okay, alles gut, dann, Wenn du mir blöd kommst, komm ich dir blöder. Jetzt hast du Schiss, was? Was willst du? Ich bin beschäftigt, wie du siehst. Ernsthaft? Sieh dich doch mal um. Du bist am langweiligsten Fleckchen der Galaxie. Das einzige Gute hier unten ist Kai. Das beste Essen in den besiedelten Systemen. Und ich kenne mich mit Essen aus. Aber ich darf nicht mehr hin. Kai hat mir Hausverbot erteilt. Mir? Ist das zu glauben? So ein unglaublicher Schwachsinn. Uff. Warum fragst du? Bist du von der Security? Ach ja? Ich verberge gleich meine Stiefel in deinem Hintern, wenn du mich so löcherst. Es sei denn, du gehörst zur Security. In dem Fall habe ich dich nicht bedroht. Das war nur ein Witz. Und hier ist nichts Kriminelles passiert. Ich bin eigentlich wirklich nett. Tja, Pech gehabt. Und weißt du was? Ich kann dich auch nicht leiden. Ich finde dich sogar so abstoßend, dass ich Lust habe, dich auf der Stelle zu verprügeln. Na, was sagst du? Wollen wir uns 10 Runden liefern? Du hast Glück. Ich hab mir die Hand verletzt, als ich das letzte Mal einer Blitzbirne wie dir die Lichter ausgeknipst hab. Mein Arzt sagt, die Heilung könnte ein paar Monate dauern. Aber ich sag dir, sobald meine Hand in Ordnung ist, erlebst du was. Was, wie Indiana Jones und erschieß ihn? Mir wurde schon langweilig. Mich wenigstens an. Also er will nicht kämpfen. Nin ist zu Hause. Okay, wir sind lieb und freundlich und nett und es ist nie was passiert. Bibichen, Nin, schön, dass du da bist. Hallo, guten Abend. Na, alles Töfte bei dir? Ich bin gerade am Handeln und mache sehr friedliche Dinge. Also gut, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo hier wieder die Handelsauthority ist. Ach, hier. So, da. Nee, warte, ich bin zu weit gelaufen. Huch. Hier und dann rechts. Wie viel Essen hat sie mitgebracht? Kriegen wir auch was? Ich habe auch Käsekuchen zum Handeln. In der Welt des Handels ist es ein. Natürlich, natürlich. Verkaufen. Alles. Ressourcen? Nein. Hilfen? Nein. Werfbare Items? Nein. Kleidung? Nein. Helme? Nein. Rucksäcke? Nein. Nein, nein, nein. Achso, aus dem Schiff wollte ich ja verkaufen. Hier Waffen. Eine von den Orions habe ich, ne? Kaufen, verkaufen, Waffen. Ja, eindeutig. Verkaufen. Orion, Schrotflinten benutze ich nicht, Peacekeeper. Hatte ich glaube ich schon, ne? 11mm Gewehr, nur halt mit deutlich besserer Präzision und so. Peacekeeper. Ach du Schande. Das hat einen Moment gedauert. Bei der Waffe muss ich gleich nochmal gucken. Anzüge, Ekliptik, Ekliptik, Tiefin, Hauwech, den da auch. Die hat schon auch schon wieder keine Credits. Warum haben die alle keine Credits? Warum sind die alle immer pleite? Ich muss auch Sachen verkaufen können. Rucksäcke, lass mich wenigstens noch ein bisschen was verkaufen hier. Bodencrew-Rucksack. Rucksack. Bodencrew-Rucksack, Rucksack. Ah. Die haben ja echt nie Geld. Wieso habe ich Digi-Dietriche in dem? Ich frage einfach nicht.
Ach, jetzt habe ich alle 6 verkauft. Ne, ist auch nicht so dramatisch. Digi-Triche zählen als sonstiges. Ja, aber warum sind die in meinem meinem Schiff und nicht in meinem eigenen Inventar? Hat mich sehr gefreut. Kann ich denn jetzt noch Sachen verkaufen? Den habe ich leer gekauft, den habe ich leer gekauft. Die Handelsaufsicht oben habe ich leer verkauft. Leerverkäufe. Kann ich denn noch Sachen verkaufen? Oh, hier war ich noch gar nicht. Ey, das ist ja Wahnsinn. Wie viel, weißt du, schon 25 Stunden gespielt, aber hier drin war ich noch nie gewesen. Ich habe überall Kontakte. Es ist nicht immer alles auf Lager, aber ich kann alles beschaffen. Er kann alles beschatten. Stehlen. Das ist hier bestimmt eine gute Idee. Wieso hat er hier 15.000 von diesen Grendels rumfliegen? Ja, voll monoton. Herzeitiges Jagdgewehr. Noch eine Grendel. Noch eine Grendel. Kontaktgranaten. Geschäfte gehen immer. Du brauchst Zeug, ich brauche... Wenn du mich fragst, das wahre New Atlantis ist hier unten. Das ganze Zeug oben, das ist alles fake. Also weil irgendwann mal in Schiffen, die du verkauft hast, oder mal einen Mitläufer vertrat. Ah, so, stimmt. Alles klaubern, Er hat überall Kontakte, ist an der Schnittstelle. Aha. Gibt es denn eine UCP-Überschuss? Sieh dich um. Was glaubst du? Die UC ist eine Riesenorganisation. Viele Planeten, viele Menschen, viel Material. Ist nicht immer leichter, den Überblick zu behalten. Manchmal fällt was durchs Raster und verstaubt dann in irgendeinem Lagerhaus. Aber das ist okay, weil ich nämlich davon profitiere und damit auch du. Ich kaufe die Sachen in großen Mengen an und verkaufe sie günstig weiter. Win-win. Er verkauft die günstig weiter? Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Ich wollte mir eine Lego Apollo 13 holen, aber ich fand das Design zu monoton. Gefällt dir das Leben auf dem Unterdeck, Buddy? Ganz viele Leute sagen, es wäre grauenhaft, kaum besser als obdachlos zu sein. Oh, weil die jammern, wie viel besser die Leute oben es haben. Aber mir gefällt's. Hier ist es echter. Oben versuchen alle zu zeigen, wie zivilisiert und reich sie sind. Das nervt. Aber hey, jeder wie er mag. Moment. Na, warte mal. Lass dir Zeit. So. Ja, monoton. Alles grau, ne? Ganz so. In Ruhe. Ich hab Zeit. Kaufen. Was hat er denn so? Nichts Besonderes. Munition. Ich hätte gern 11 mm. Munition. 8000. Ach du Nein. Nein. Warte mal, Siedler? In Gesundheit. Aha. Verkaufen. Aus dem Schiffsinventar. Bitte. Das Entermesser behalte ich noch. Hier. Tiefensucher. Und das verkaufe ich auch mal. Rucksäcke. Wo habe ich? Helme, Eclipse, UC Security, Tiefminen, Brunku, Heidung. Hilfen. Verkaufen aus, ja.
Von denen so viele und ich nutze sie einfach nicht. Verkaufen. Okay. Notizen. Hier. David Copperfield? Warum? Woher kommen diese ganzen Bücher? Kaffee. Hey, mein Monitor ist schon wieder schwarz geworden. Was ist da los? Großbehälter wird für die Herstellung benötigt. Eventuell Inhalte von Schiffen, die du gekauft, verkauft hast? Von Schiffen. Nur der neue Nvidia-Treiber. Sonstiges Aurora-Vorrat. Oh. Tja. Sowas habe ich doch zum Teil gar nicht mitgenommen. Manches ja, aber so. Die ganzen Notizblöcke habe ich eigentlich immer alle liegen lassen. Ordner habe ich auch nie mitgenommen. Papiertücher auch nicht. Habe ich auch alle stehen lassen. Ein zylindrisches Glas. Oder auch einfach nur Glas. Macht HDMI-Defekt. Aber das auf Displayport erstmal umgestellt. Nenkeon-Plan ist das Spiel, das ist komisch. Ne, ich habe das schon mal gehabt, aber das tritt eigentlich nicht so oft auf, wenn mein Monitor schwarz wird. Ja, okay, das sollte passen. So, wir sind mal unseren ganzen Kappes losgeworden, das ist doch... Der Monitor ist schon wieder schwarz. Was ist denn da los? Ihr seht das, glaube ich, wenn das, wenn nicht so dunkel wird, aber... Warum gibt es hier überall denselben Kram? So, lass mir mal eben auf meine... Nein. Meine Mission schauen. Hauptmission ins Unbekannte... Ja, finde Andrea, okay. Fraktion kann ich ignorieren, sonstiges. Finde neue Storys für es in Spacerschiff. Ich mit Kai von Theresa, aber das sollte ich sowieso noch vorbei. Das hier kann ich erstmal machen. Ja, da, ja, genau da hinten sein, wo wir vorhin mit der Dame gesprochen haben. Discord an, macht Discord aus. Discord ist geschlossen. Okay, Vala, kommst du jetzt oder nicht? Ich frage zum letzten Mal. Ich brauche keine Hilfe. Ich komme alleine klar. Wie du willst. Aber wenn du dich verläufst oder in einer Zelle landest, selber schuld. Ja. Hey, weißt du zufällig, wo die Tornetze sind? Meine Wohnung ist in der gleichen Gegend. Mein Hirn ist einfach komplett vernebelt. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Die User Security hat es angeboten, aber ich habe abgelehnt. Wegen deren Hilfe sehe ich so aus.
Ich wurde vor einer Weile verhaftet. Graffiti. Einer von den Bullen hat mich übel zugerichtet. Seitdem bin ich nicht mehr der Alte. Wirklich? Oder ist das eine Betrugsmasche? Ich habe keine Creds, okay? Nee, ich bin am Verhungern. Aber ich habe noch ein paar Konserven zu Hause. Andy Singh. Naja, wenn ich jemandem was schulde, dann lieber dem Haus als den UC. Okay, gut. Du hast gewonnen. Nachdem ich sonst niemanden habe, riskiere ich es einfach. Also dann, geh voraus. Ah, er kann laufen. Huh. Mit ihr soll ich ja sowieso noch sprechen. Es ist immer schön, neue Gesichter zu sehen. Du, weißt du, warum das Geschäft hier schon so lange läuft? Ich sorge dafür, dass sich alle wohlfühlen und ich lasse mir nichts gefallen. Menschen im Hintergrund bei Dialogen. Gut. Ja. Er steht schon bereit. Ist das für dich da hier? Naja, ich habe keine Credits, also... Dann ist alles okay. Ich habe schon mit Andy geredet. Geht aufs Haus. Danke, Kay. Gern geschehen, Kleiner. Ich freue mich, dass du am Leben bist. Weißt du... Früher warst du eigentlich jeden Abend hier bei uns. Dinge ändern sich, Kay. Wem sagst du das? Und ich weiß auch, dass es schwer ist, herzukommen. Aber lass dich mal blicken. Tut mir leid, ich... Ich versuch's. Gut. Schön, dass das geklärt ist. Hier ist die Suppe. Sei vorsichtig, die ist heiß. Die Galaxie zu erkunden ist harte Arbeit. Ich kenne mich da aus. Aber komm mal vorbei und wir reden. So, Abenteuer. Ich hätte da noch was, McKay. Kümmer dich gut um Tahir, okay? Der Mann hat so viel durchgemacht. Kümmer dich gut um Tahir, okay? Hier ist jeder willkommen. Ah. Behalt nur deine Hände bei dir. Verstanden? Du machst hier keinen Ärger. Absolut. Ein Artikel über den Laden? Da wäre meine Mutter mächtig stolz gewesen. Was willst du wissen? Wie läuft's auf dem Unterdeck? Wie immer. Ich lebe schon mein ganzes Leben auf dem Unterdeck. Und es hat sich nie irgendwas verändert. Die UC-Regierung verspricht alle paar Jahre, dass sie ihr aufräumen. Aber es gibt immer noch so viel Kriminalität und Armut wie in meiner Kindheit. Deswegen ist das Restaurant so wichtig. Nirgendwo sonst auf dem Unterdeck fühlen sich die Menschen sicher. Schreib das in den Artikel, okay? Darauf bin ich echt stolz. Ja, klar. Ich bin Theresa Mason. Das ist mein Haus. Meine Mutter ist Kai. Die Kai. Ich bin quasi mit dem Restaurant zusammen groß geworden. Mom hat es mir vermacht, als sie in Rente gegangen ist. Der Laden ist mein ganzer Stolz. Ich stecke meine ganze Energie hinein. Das Geschäft läuft. Wie immer. Wir tolerieren weder Gewalt noch Respektlosigkeit. Das mögen viele Leute und kommen her. Nur eine Sache beunruhigt mich ein bisschen. Eine Gruppe von Gästen, die neuerdings öfter hier sind. Sie beobachten immer den UC Surplus Laden, glaube ich. Ich fürchte, die planen irgendwas. Wir haben den Ruf, ein sicherer Hafen zu sein. Ich will wirklich nicht, dass so etwas mit uns in Verbindung gebracht wird. Oh, das wäre wirklich toll. Ich fände es schrecklich, wenn etwas passiert und ich nichts unternommen habe, um es zu verhindern. Komm doch mal vorbei, wenn du Zeit hast. Dann besprechen wir das genauer. Okay. Klasse. Sag mir Bescheid, wenn der Artikel erscheint, ja? Ich will ihn lesen. Na dann, Tahir. Komm mal mit. Nein, das sag ich.
Er kommt mit. Und Barrett auch. Oh. Wenn ich groß bin, gehe ich zu den Freestar Range. Ah, da wären wir. Trautes Heim, Glück allein. Schön, dass das geklärt ist. Die Quest wäre sonst wirklich trist. Wie schön, dass Tar hier nun Essen hat. Ah, der Hunger macht ihn sonst schnell matt. Oder so. Meine Betonung, es tut mir leid, Buddy. Naja, aber mein Zuhause ist mein Zuhause. Auch wenn es erbärmlich ist. Aber vielen Dank. Ich hätte sie vermutlich auch alleine gefunden, aber es wäre anstrengend gewesen. Hier ist deine Suppe. Oh, stimmt. Die Suppe von Kay. Mann, ich habe ewig nichts Warmes mehr gegessen. Kann man wohl sagen. Vor meiner Verletzung war ich jeden Abend auf eine Suppe und ein Sandwich bei Kay. Egal wie schlecht der Tag war oder wie leer meine Taschen waren. Solange ich mein Essen und mein Bier hatte, ging's mir gut. Die ganze Last ist abgefallen. Und ehrlich gesagt, habe ich mich ewig nicht so gefühlt. Bis jetzt. Deswegen ist das wirklich toll. Vielen Dank. Gott, die Leute finden auch so heraus, dass es, wie schön das Ubuntu ist, Melodie ist. Ach, Bier, so ist es. Schön, dass das geklärt ist. Die Quest wäre sonst nicht wirklich... Nee, ich habe keine Ahnung. Oh je, ich bin da absolut nicht drin. Der elende Schluckspecht. Ja, nun... Ja. Ebenso. Ich habe hier nicht viele Verbindungen. Jedenfalls nicht mehr. Es ist schön, eine echte Freundschaft zu haben. Danke. 150 EP? Nehme ich gerne. Apropos Schluckspecht. Ah, ich sehe schon, was kommt. Ja, natürlich. Guten. Barrett, rück mir nicht so auf die Pelle. Mehr eben aus, bevor die Kohlensäure raus ist. Ich rücke mal auf die Pelle. Hat die oder Barrett gesagt? Jetzt vor unser Himmel, jetzt vor unser Himmel. Jetzt verunsicher mich nicht noch. Hallo Amaneko, guten Abend. Wie geht es dir? Hey. Und wie findest du Starfield? Also, ich habe jetzt 26 Stunden ungefähr hinter mir. Ja gut, jetzt 27. Wie fasse ich das am besten zusammen? Ich glaube, es lässt sich ganz gut mit Erwartungshaltungsmanagement zusammenfassen. Das klingt ein bisschen doof, aber... Das finde ich... Also... Ich habe mir, glaube ich, ein bisschen was anderes darunter vorgestellt. Denn... Was ich überwiegend mitbekommen habe, ist Starfield ein... Sci-Fi-Spiel. Mit Weltraum, Erkundung und Basenbau und so tollen Sachen. Aber es ist halt nicht wirklich freies Fliegen. Du hast einen Bereich, in dem gibt es Sachen, wenn du auf Planeten ankommst. Aber für eine Review würde ich das jetzt nicht unbedingt als positiven Punkt hervorheben, weil es halt einfach wirklich
kein richtiger freier Flug von Planet zu Planet ist. Ganz grundsätzlich davon. Davon unabhängig aber betrachtet, es ist halt ein klassisches Bethesda-Game, wie man es kennt von Skyrim und Fallout. Gut, Skyrim, Fallout habe ich nie gesehen, Skyrim habe ich jetzt selber gerade im Vorjahr am Zocken. Das Spiel macht Spaß, das ist überhaupt kein, also das steht nicht in Frage. Es ist relativ actionlastig, was mir aber durchaus für die Abwechslung, also ich finde die Abwechslung so wie sie bei mir ist, ganz gut. Ich bin halt ab und zu unterwegs und erkunde irgendwelche Ruinen, irgendwelche Außenposten, sowas da, da kommt man halt... Warum schaut mich das Kind jetzt so an? Meinst du diese Uhr? Entschuldigung, wenn man schon was für wenn man schon dafür was ausgegeben hat. Hast du auch No Man's Sky gespielt? Ja, schon. Allerdings nicht überbordend viel. Kann man es vergleichen? In manchen, also in einem Teilbezug ja. Was hier, also was bei beiden Spielen halt super ist, ist halt Erkundung. Du kannst auf Planeten halt landen, wenn auch in Starfield nicht seamless. Und die Erkundung selbst macht halt Spaß. Wobei ich sagen muss, dass Starfield ist ein bisschen sehr viel, also du brauchst halt relativ viele Scans von einem und demselben Objekt, um die dann wirklich als gescannt deklariert zu bekommen. Hab mit angefangen und dann nicht mehr mit weitergespielt. Hat mit mir angefangen und dann nicht mehr mit mir weitergespielt. Ja, stimmt schon. Aber No Man's Sky ist halt doch eine, also wie soll ich sagen, es hat doch eher einen anderen Fokus. Es ist halt wirklich mehr ein Space-Game als ein Story-Game. Hier hast du halt wirklich den Fokus auf Geschichten, auf den ganzen Charakteren, auf die Handlung, die Welt an sich. Du hast hier sehr viel Lore, wie es halt für ein Bethesda-Game üblich ist. Es dauert zwar manchmal, bis man die wirklich gefunden hat, aber sie ist halt mit der Treiber von dem ganzen Spiel. Ich kann dir mal ganz kurz zeigen hier, ne? Es gibt ja halt immer Planetensysteme, es gibt so Hinweise, wo Stationen drauf sind. Hier hast du dann zum Beispiel noch, lass mal kurz gucken, Gagarin Landing und einen Außenposten. Da war ich noch nicht. Warum eigentlich nicht, das ist doch Jemison. Und ich habe den Ort nie besucht. Ich habe hier auf Voss, auf einem Mond, habe ich meinen eigenen Außenposten gebaut. Der ist auch weiterhin in Bearbeitung. Ich finde schön, dass man hier sein Schiff sehr eigen designen kann. Ich habe es noch nicht selber gemacht, weil mir die Credits noch fehlten. Aber du bist bei No Man's Sky ja an das vorgegebene Schiffsdesign gebunden. Das ist hier halt schöner und modularer und eigenständiger. Ja, und ansonsten, ne, ich habe, wenn man sich das hier ansieht, eigentlich noch nicht allzu viel vom Spiel gesehen. Der Treiber vom ganzen Spiel, wir sollten den Treiber mal aktualisieren. Ja. Also um mich einmal kurz zu fassen, das Spiel macht auf jeden Fall Spaß, aber es ist deutlich was anderes, als man sich oder als ich mir vorgestellt habe. Das sollte es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Sprich mit Theresa Mason? Lucy Surplus, ach so. Lass mich mal ganz kurz schauen. Ja, genau, das ist noch hier. Hier gibt's jede Menge hungrige Mäuler zu stopfen. Würdest du das tun? Das wäre sehr nett. Ich habe sie heute beim UC Surplus rumhängen sehen. Sie kamen mir sehr verdächtig vor. Sie kommen seit ein paar Wochen regelmäßig her. Und sie sitzen immer nur auf dem Balkon und beobachten den UC Surplus.
Ich dachte, ich hätte sie von einem Raub sprechen hören, aber ich bin mir nicht sicher. Sobald sie mich kommen sehen, hören sie auf zu reden. Ich kümmere mich darum. Das ist der falsche Ansatz. Kai ist der einzige sichere Hafen auf dem Unterdeck. Ich kann keine Gewalt gutheißen. Wenn sich jemand um sie kümmert, dann die Security. Aber ich muss sicher sein, dass sie auch wirklich was im Schilde führen, bevor ich zur Security gehe. Ich will niemanden grundlos anschwärzen. Kannst du nicht ein wenig Detektivarbeit betreiben? Vielleicht hast du ja Glück und kannst sie belauschen. Wir können überlegen, was wir tun, wenn wir wissen, was sie wirklich vorhaben. So habe ich das mit um sie kümmern jetzt eigentlich auch nicht gemeint. Aber ja, ich war erst skeptisch bei der Oberflächenerkundung, aber finde ich nicht ganz so schlecht. Weitläufiger als gedacht. Ja, also auf der Oberfläche kannst du halt echt eine ganze Weile in Richtung laufen. Es ist zwar ein bisschen schade, dass man kein Fahrzeug hat. Das ist bei Star Citizen deutlich schöner geregelt. Aber, naja. In die Tür. Verriegelt. Schlüssel erforderlich. Habe ich nicht. Wohnungsschlüssel. Oh, bin ich irgendwie gerade irgendwo eingebrochen? Gewährt dauerhaft das Rezept für das Nahrungsitem Shepherd's Pie. Shepherd! John, wo bist du? Das Gefühl, ich bin hier gerade irgendwie an einem Ort, an dem ich definitiv nicht sein sollte. Aber Nico, ist das, reicht dir das erstmal als Aussage? Möchtest du irgendwie spezielle Aspekte haben, was, ich habe jetzt sehr spezifisch auf eine sehr allgemeine Frage geantwortet. Ich weiß nicht, ob das so zielführend für dich war. Kein Süßkuchen, sondern John Pie. Das ist Isaac. Wird schwer, da einzusteigen. Ah, die wollen nur, dass du das denkst, Louis. Siehst du irgendwo UC Security? Nein, aber... Aber nichts. Ich sage, wir schlagen zu, solange das Eisen noch heiß ist. Ich glaube, diese Heilige bei Kai will uns verpfeifen. Die hat uns letztes Mal ziemlich schräg von der Seite angeguckt. Ja, oder? Jetzt oder nie. Wir machen es heute Nacht. Das klappt schon, vertrau mir. Rein, raus und zur letzten Runde sind wir im Jakes. Wenn Ricks Infos stimmen, wird das ein Kinderspiel. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Hey, ich dachte, du stehst auf meiner Seite. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Wenn wir das hinkriegen, sind wir hier richtig große Tiere. Was sehr unwahrscheinlich ist. Du musst mir vertrauen. Das wird schon. Wenn du meinst, Isaac. Wenn wir das hinkriegen, schwimmen wir in Credits. So etwas versuchen sehen. Barrett auch sehr gut getarnt. Ihr reicht's, dass du immer an mir zweifelst, Louis. Ich muss wohl an meinem Selbstvertrauen arbeiten. Wenn wir das hinkriegen, schwimmen wir in Credits. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Du musst mir vertrauen. Das wird schon. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Wenn Ricks Infos stimmen, wird das ein Kinderspiel. Was sehr unwahrscheinlich ist. Hey, ich dachte, du stehst auf meiner Seite. Wieso wiederholen die sich? Ich muss wohl ja, reicht als Bewertung. Wie sieht es aus mit technischen Problemen? Also, bisher hatte ich einen Absturz. Aber ansonsten so rein von der Engine her oder so, ich habe erstaunlich wenig Probleme. Also da hätte... Naja, wie man es halt so ein bisschen gewohnt ist, ne? Man hätte da deutlich mehr erwartet. Es ist nicht so, dass man in der Intro-Frequenz erstmal mit einem vom Pferd gezogenen Wagen irgendwo ins Weltall geschleudert wird. Das ist hier eigentlich schon sehr gut gepolished, also...
muss ich sagen, gefällt mir das Spiel bisher sehr. Also ich habe jetzt keine T-Pose-Geschichten, ich habe keine fliegenden Charaktere bisher gehabt. Ich habe höchstens mal irgendwie so, dass ein Item eingeklemmt ist und deswegen hin und her dottert und dann entsprechende Soundeffekte macht, weil es halt ständig zwischen Boden und Schrankwand hin und her klappert oder so. Ich glaube, das Einzige, was ich bisher noch was mir gerade noch einfällt, an einer Raumstation mit Hangar sind die Gegner zwischen Container und Wand eingeklemmt worden. Die waren dann noch erreichbar und man konnte sie umnieten, aber es waren natürlich, die waren dann halt da zwischen Wand- und Container-Ecke eingeklemmt und dann standen die da halt drin und konnten nicht raus. Aber ansonsten. Geh unbedingt Mama Hallo sagen, falls du es noch nicht gemacht hast. Das ist dir wichtig. Gut, die fehlende Lippensynchronität hat Bethesda schon mal gesagt, dass die. Dass es halt einfach so ein Ding ist. Du hast ja. Die haben so unglaublich viel Text. Mann, jetzt habe ich echt. Die haben unglaublich viel Text da drin. Also. Wirklich viel. Das zu synchronisieren. Ist eine Hausnummer, die, muss selbst ein Bethesda sich überlegen, ob man das macht. Hier ist jeder willkommen. Behalt nur deine Hände bei dir. Verstanden? Du machst hier keinen Ärger. Bisher, was? Bisher Hyper-Cooldown, Hyper-Crate? Mist, ich wollte gern falsch liegen. Tja, dann ist das wohl geklärt. Wir müssen die Behörden einschalten, bevor sie den Raubzug durchziehen können. Am besten gehst du direkt zu Officer Endler bei der Security. Er kümmert sich um die Sache. Wenn er dir Ärger macht, sag ihm, ich habe dich geschickt. Damit ziehst du ihn auf deine Seite. Geh zur Tür raus und nach links. Ganz am Ende der Straße ist eigentlich kaum zu verfehlen. Quasi. Er ist Stammgast und ich habe schon öfter Verbrechen bei ihm gemeldet. Er ist fairer als die anderen Security-Leute auf dem Unterdeck. Okay, dann gehe ich da mal sofort hin. Danke. Sag Bescheid, wenn du es gemeldet hast, ja? Und wir machen das tatsächlich mal ohne, So, hier, das ist ja direkt hier, direkt gegenüber. Das, also. Okay. Hey, Carsten. Unterdeck wird's für uns nie langweilig. Ich möchte eine Straftat melden, die noch nicht geschehen ist. Hier. Worum geht's denn? Was ist los? Der UC Surplus soll ausgeraubt werden. Den UC Surplus? Wirklich? Ist schon lange her, dass jemand so bescheuert war, den Laden auszurauben. Warum versucht sonst jemand den UC Surplus? Erstens, weil der Laden zum Militär gehört. Niemand will sich die UC zum Feind machen. Zweitens ist der Typ, der den Laden betreibt, voll hart drauf. Er knallt Diebe ohne zu zögern ab. Ach ja? Niemand auf dem Unterdeck ist so zuverlässig wie Theresa. Wenn sie das sagt, glaube ich es. Sag ihr, dass ich mich persönlich darum kümmere. Das beruhigt sie bestimmt. Wenn die Diebe die Security sehen, kriegen sie Muffensausen. Ey. Na dann. Die haben halt nur Schauspieler bzw. Voice Actors einlesen lassen und keine Synchronsprecher. Ja, es ist. Man hat halt auch dann. Also, ich verstehe schon, dass du sagst, du willst ja so ein bisschen Emotionen in die Stimme mitbringen. Du willst manche Sachen einfach das gedehnter sprechen. Du willst ältere Leute langsamer sprechen lassen als sehr junge Leute. Das. Ja, dann liest du halt einfach deinen Text und wenn es nicht synchron ist, ja mein Gott. Immerhin haben wir überhaupt eine deutsche Synchronisierung. Das alleine finde ich eigentlich schon ausschlaggebend genug, dass es ein positiver Punkt ist. Hier gibt's jede Menge hungrige Mäuler zu stopfen. Das hält uns ganz schön auf Trab. Es gibt halt genug, wo es nicht deutsch synchronisiert wird und dann darf ich noch mehr Untertitel lesen, als ich es sowieso schon tue. Das ging schnell. Wie lief es mit Officer Endler? Ich soll dir sagen, dass er persönlich bei euch auf Patrouille gehen wird. Er meint, er wird hier patrouillieren, um die Räuber zu...
Das war er skeptisch und erklärte sich bereit zu helfen. Nee, mach doch schon. Ich wusste, auf ihn ist Verlass. Er regelt sowas immer auf sehr faire Weise. Danke für deine Hilfe. Es beruhigt mich sehr, dass die Security da unten patrouilliert. Warum langsamer ist das alte Leute-Bashing? Du kannst gern, was auch immer es heute gibt, probieren. Was gibt es denn heute? Boom Pop-Cola. Frittierte Gewürzgurken. Bin ehrlich, so lecker, die sieht das jetzt nicht aus. Das schon ein bisschen eher. Aber hier wird... Ach, guck mal, da ist ja Shepherd's Pie. Nach Pappart, mit Schmorfleisch und gebratenem Gemüse. Gabelknochen-Sandwich mit süßen Gewürzgurken. Ja! und gebratenem Gemüse unter einer Decke aus Bratkartoffeln. Cool. Plus 2 IP für 60 Minuten. Nehme ich. 5. Nehme ich. Dann kann ich den ganzen anderen EP-Kram wegschmeißen. Gebackenes Patty. Boah, kennt ihr Patty aus Risen? Die Begleiterpiraten? Das ist wieder der Fahrstuhl. Inventar. Hilfe. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so jetzt ein Item benutze. Yay. 2 EP für 60 Minuten. Also, naja, ganz so lange werde ich nicht mehr spielen, aber hey. Wo machen wir denn weiter? Besuche Dr. Lebedev in Reliant Medical. Bei Reliant Medical. Da hinten hin? Da ist doch nur der andere Fahrstuhl, oder nicht? Ja, ist es auch. Hä? Na, ist auf der Oberfläche dann vielleicht ein kürzerer Weg. So. Aber Nico, jetzt siehst du auch nochmal was von der Oberwelt. Na, wir sind hier auf dem... Falls du dir mal denkst, ach, ich würde jetzt gerne Barretts liebliche Stimme hören, dann träum nicht von mir, sondern komm vorbei und sag Hallo. Okay? Ja, ich weiß, dass du mit mir sprechen möchtest. Das hier ist der wohl mit kultivierteste Planet, also im Sinne von landsmäßig und so. Die Wald, also man kann auch außerhalb der Stadt landen, Wälder erkunden und diversen Kappes, der dann da bei den Wäldern ist. Warte mal, dahin ist der blaue Punkt. Zwischen Mass Tower und Apollo Tower war das? Residential District. Genau, hier ist Valiant Medical und dann können wir da zu dem entsprechenden Menschen gehen. Du gehst zu diesem Arzttermin. Punkt. Ich... ein andermal. Ich muss noch einen Bericht schreiben. Dein Boss meinte auch, dass deine Gesundheit Vorrang hat. Ich weiß, dass es hart ist, aber je früher sie es entdecken, desto besser. Du hast ja recht. Das weiß ich auch. Ich wünschte nur, wir müssten nicht so lange warten. Wird langsam spät. Man muss auf die medizinische Wissenschaft vertrauen. Ja, schon, die machen meistens ganz gute Sachen. Gehört einfach zum Besten. Und Punkt. Punkt. Dieser Standardeingriff ist nicht ganz ohne Risiko. Gut, das ist es selten. Es kann immer irgendwas schief gehen. Aber es ist immer noch das Beste, was wir haben. Oh. Es gibt ein... Doctor Office Diagnosis Room. Schade, kann man nicht einfach mitnehmen. Ach, hallo. Der Großteil der Bürger hier in New Atlantis verlässt sich auf Reliant Medical. Unser Ruf spricht für sich. Willkommen bei Reliant. Wenn du medizinische Hilfe oder Medikamente benötigst, können wir dir sicher helfen. Oh, Buddy. Ich brauch Hilfe, Doc. Empath. Mir die Gefühle anderer Leute manchmal so stark war, dass es mich belastet. Hm. Ich
Ich habe mein Leben lang viel Zeit in Schwerelosigkeit verbracht. Das macht ein Land immer Probleme. Da sind zwei interessante Gesprächsoptionen. Du bist also empathisch? Diese Gabe oder diesen Fluch, je nachdem, besitzen nur wenige. Es gibt klinische Studien über eine Behandlung, die dieses Talent unterdrückt. Dauerhaft. Ist alles absolut sicher, falls du Interesse hast. Nein. Warum sollte ich mir die Empathie entfernen lassen? Bist du bescheuert? Lass dir Zeit. Das ist eine wichtige Entscheidung. Ich bin empirisch. Willkommen bei Reliant. Weltraum. Reliant hat eine Behandlung entwickelt, um Leute an die volle Schwerkraft zu gewöhnen. Eine Routinebehandlung, aber unumkehrbar. Diese Routinebehandlung nennt sich Sport. Dass ich das mal sagen würde. Lass dir Zeit. Das ist eine wichtige Entscheidung. Betonung auf EMP? Oh. Willkommen bei Reliant. Ja, wie oft willst du mich denn noch willkommen heißen? Erzähl mir erstmal was über Reliant. Jeder kennt Reliant. Der größte Medizinanbieter in den besiedelten Systemen. Sie bringen die Heilkunde seit Jahrzehnten mit ihrer Forschungsabteilung voran und haben ein Versorgungsnetzwerk für unsere Gesundheit aufgebaut. Ich bin sehr stolz darauf, hier zu arbeiten. Du hast sicher viele Patienten. Natürlich. New Atlantis ist groß. Viele Leute. Also gibt es keinen Mangel an Verletzungen, übertragbaren Krankheiten. Aber wir haben reichlich Personal und tun alles, um jedem zu helfen. Ich brauche medizinische... Lass mal gucken, was hat er denn so? Dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Hilfen. Ja. Also da habe ich unten... bessere Sachen gekriegt oder mehr oder andere Sachen. So, dann lassen wir mal endlich. Schwester O'Shea schickt mich. Sie benötigt Hilfe bei einem medizinischen Problem. Talia verzweifelt an einem medizinischen Problem? Gibt's ja gar nicht. Wie kann ich helfen? Reden wir mal beruflich. Einige Kinder haben einen Magen-Darm-Infekt. Schwester O'Shea braucht Hilfe bei der Diagnose. Kranke Kinder? Das geht natürlich nicht. Ich helfe gerne. Mal sehen. Ein Magen-Darm-Infekt? Da habe ich viel Erfahrung und viele Notizen. Ich habe bestimmt was, das hilft. Ah, ja. Da haben wir es. Das sollte helfen. Ich habe meine Notizen zu häufigen Magen-Darm-Infekten in der Pädiatrie auf diese Slate geladen. Bitte gib sie Talia. Sie kann sie behalten. Und sag ihr schönen Gruß, ja? Ich hoffe, die Kinder werden bald gesund. Schwester Talia kennt bestimmt alle Medizinbücher. Ja, ich habe gehört, man kann sich da welche bestellen. Weil ich sagen muss, Bücher, wenn ich mal welche gekauft habe, was ziemlich selten ist, aber wenn... habe ich die tatsächlich immer aus richtig oldschool Bücherladen bestellt. Und die waren tatsächlich auch direkt am nächsten Tag da. Was mich auch immer erstaunt hat, dass die von heute auf morgen direkt so mal eben irgendwie irgendwelche Bücher einfach bestellen können. Aber hat funktioniert. L-Bank. Nja. Jetpacks sind die traditionellere Lösung. Ui, CO2. Doch ein Buch habe ich mal über Amazon geholt. Ein Manga. So, Mad Bay. Warum ist die Tür zu? Seit wann macht die Tür zu? Ich habe nur begrenzte Ressourcen, versuche aber niemanden wegzuschicken. Ja, alles gut. Wir geben hier unser Bestes. Mehr kann man schließlich nicht tun. Du führst diesen Garten ganz alleine? Hab kaum eine andere Wahl. Kann mir kein Personal leisten und den Freiwilligen aus der Community kann ich auch nur begrenzt was abverlangen. Mm. Wir halten uns schon länger über Wasser und werden das auch weiterhin tun. Keine Sorge. So, ich habe die medizinischen Aufzeichnungen von Dr. Lebedev. Also wirklich? Zeig her. Sorry, ich fliege nicht quer
quer durch die Galaxie, damit deine Mutter mich anschreit. Ach, perfekt. Ich wusste, Dr. Lebedev hat alles, was ich brauche. Mit diesen Notizen als Hilfe löse ich das sicher in Windeseile. Vielen herzlichen Dank. Wirklich. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. 51 EP und 2500 Credits, das ist mehr als ich gedacht hätte. Ein seltsamer Ort für eine Erklärung, findest du nicht? Lustige Geschichte. Als die Leute damals auf Jemison ankamen, zerlegten sie das Kolonieschiff und benutzten die Teile, um eine Siedlung zu bauen. Mit der Zeit wurde sie immer größer und höher. Und irgendwann vergaßen sie dann einfach alles, was noch hier unten war. Auch die Menschen. Die Wände und die Decke haben sich verändert. Aber hier wird immer noch Equipment aus dem alten Schiff benutzt. Nicht alle in New Atlantis können sich Reliant Medical leisten. Naja gut. Schön, dass wir helfen konnten. So, das ist jetzt wieder der Aufzug da hinten, ne? Wir ganz kurz schauen, welche Quest ist aktiv. Ach, immer noch die. Ach so. Ach, wie sonst SNN? Ja, alles klar. Verstanden. Hui. Laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen, laufen. Und stehen bleiben. Es ist schon. Und weg. Aber nur bei Salz, dass dieses Transit, New Atlantis Transit Ding. Terra Brew Coffee. Nee, nee. Hier wird gleich unser Barrett direkt neben der Bahn steht, während sie losfährt. Geschäftsdistrikt. Ah, wir haben die Ansicht. Okay. Aber prinzipiell steht er noch an der Haltestelle. SSNN. Ja, guck mal, da steht wieder SSNN. Das ist manchmal ein bisschen... Settled Systems News Network. Also 2S. Ich habe keine Ahnung, was Wallberg ist. War ich da bisher schon mal? Irgendwas... Hat die irgendwas von Besonderheit? Argos Extract. Ach, hier ist die... Ach so. Okay. Hier sind ja Miner von Argos Extractor... Wesen? Ytterbium, Neodym, Tantalum, Lithium, Gold... Europium. Okay, Plutonium. Ja, klar, wir stellen so viel Plutonium hier aus. Nickel, Palladium, Eisen, Gold. Platin? Sind zweimal Gold hier? So. Authorized Personal Only. Intercom. Hold for 3 seconds. 1, 2, 3. Na, was habt ihr denn so? Du kommst mir bekannt vor. Woher kenne ich dich? Ich habe mit Lynn am Vectera-Job gearbeitet. Jo. Ah, ja. Lynn hat einen neuen Miner erwähnt, bevor sie den anderen Job angenommen hat. Ah. Wahrscheinlich habe ich ein Foto von dir in der Datenbank gesehen. Das heißt dann wohl, dass der Job erledigt ist. Jo. Also, was kann ich für dich tun? Was steht für Argos als nächstes an? Wir haben gerade ein paar neue Aufträge angenommen. Ziemlich riskant, ehrlich gesagt. Aber das ist eben unser Alleinstellungsmerkmal. Asteroiden-Mining und andere schwere Jobs. Die nächsten paar Jahre werden interessant für Argos. Naja, Asteroiden-Mining haben wir auch schon gemacht, aber das muss man auch erstmal wissen, dass man das machen kann. Ich bin für die Auftragsbuchung, das Makromanagement des Zeitplans und die Neukundenbetreuung zuständig. Wir sind eine kleine Firma, deswegen müssen wir viele verschiedene Aufgaben übernehmen. Ich habe hier einen riesen Turm. Na gut, den werden sie sich wohl teilen. Wofür ist Argos bekannt? Das weißt du doch eigentlich. Du hast für uns gearbeitet. Wir übernehmen die Jobs, die sonst keiner macht.
weil sie weit weg sind, besonders schwer oder gefährlich. Und wir erledigen den Auftrag immer pünktlich und billiger als die Konkurrenz. Welche Aufgabe hatte Lynn bei Argos? Lynn war unsere Vorgesetzte. Wenn ich einen Auftrag gebucht habe, kaspert Lynn mit den Kunden die Details aus. Sie handelt die Vertragsbedingungen aus und ist bei wichtigen Aufträgen als Aufseherin vor Ort. Die Frau beeindruckt mich immer wieder. Du hast vielleicht keine Neuigkeit, aber die Crimson Fleet hat die Minen auf Vektiere angegriffen. Ich hab's gehört. Schön, dass es dir gut geht. Ohne dich hätte es noch viel schlimmer werden können, heißt es. Es war das reinste Chaos. Überall Blut. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wir sind um die Piraten gekümmert. Sie dürfen kein Problem mehr für dich sein. Kannst du mich für diese Tortur auch entschädigen? Jetzt war es doch mal drei. Das passt schon. Wir haben uns darum gekümmert und sollte kein Problem mehr sein. Oder soll ich mal auf Geld forcieren? Es war eindeutig Chaos. Ach man, es war immer Chaos. Ach ja. Buddy, was meinst du? Soll ich mal auf Geld oder auf Geld gehen oder? Mach dir keine Sorgen. Ich beiße nicht. Das ist gut zu wissen. Ich persönlich würde mal das hier nehmen, aber irgendwie denke ich mir auch, man kann ja auch mal Geld nehmen, oder? Wir bieten Freelancern normalerweise nicht dieselben Vorzüge wie Angestellten. Aber unsere Freelancer werden normalerweise auch nicht von Piraten angegriffen. Hier, ich bezahle jede medizinische Behandlung oder sonstige Kosten, die dir dadurch entstanden sind. Wenn du keine externen rechtlichen Schritte einleitest. 500. Naja, gut. Aber cool, schön, das war immerhin. Ich meine, immerhin. Wir brauchen noch Geld, damit der eine Single ist. Was? Damit der eine Single ist? Ach so, der, ja. Der Kapitän. So, wir haben uns um die Piraten gekümmert. Wir wissen das zu schätzen, aber in Zukunft ist es wahrscheinlich klüger, nicht gegen Piraten zu kämpfen. Gib ihnen einfach, was sie wollen. Die Versicherung macht den Rest. Wir besprechen gerade, ob wir angesichts dieses Vorfalls unser Sicherheitsbudget erhöhen. Vielen Dank. Danke für den Besuch. Kein Auftrag, ich bin erstaunt. Ich würde mich gern auf meine Arbeit konzentrieren. Ja, ist okay. Könntest du mit Aurora reden? Sie kann besser mit Kunden umgehen als ich. Jo. Am liebsten würde ich ab jetzt draußen arbeiten. Mir würde es schon reichen, aus dem Fenster sehen zu können. Was genau arbeitest du überhaupt? Du hast hier... Ordner. Ja, okay. Und hier ist... Nehmen? Oh, das war nicht stehlen. Das wäre stehlen. Das auch. Maßband. Sichergefäß. Colonists wanted. With your purchase of one settler's starter kit from any local Freestar collective outpost, you can embark upon the adventure of a lifetime. Each starter kit comes with basic survival tools for defense and construction of habitat, shelter sold separately, as well as 1 month of food for a small family, 2 months if you don't like your kit so much. Oh. Das. Nun. Mining Mars. Only the best need apply. Okay, Barrett. Ihre persönlicher Groomer, was ist das? Das ist irgendein Gerät offenbar. Beim letzten Mal hatten wir es nur so im Schatten gesehen. Da war irgendwie nicht so ganz klar, was das eigentlich ist. Aber ansonsten ist ja erstaunlich nichts. Also, einmal zu SSNN. Ne, da oben steht auch SSNN, Settled Systems News Network. Aber die sagen immer nur SNN. Wenn
du eine neue Story-Auflage hast. SNN unternimmt alles, aber die Leute sind nicht leicht zu erreichen. Das macht es schwierig. Du hast eine neue Story für mich? Ich würde gerne mal wieder mit dir reden. Ja, Barrett. Hey, klasse. Vielen Dank, wirklich. Ist alles gut gegangen? Naja, die Leute sagen halt, es ist doof, aber es ist halt so wie immer doof, ne? Also, für die ist es halt der Standard, ne? Aber was will sie jetzt hören? Wir sehen auch die, da ist alles in Ordnung, alles Töfte. Oder will sie hören? Oh nee, schwierig. Das ist letzte nicht. Es ist kein Drama da unten. Ich ist es sogar ganz cool da unten, ehrlich gesagt. Ich sag mal, es ist alles gut gegangen. Mal gucken, was er sagt. Ach, das freut mich. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Notizen. Ich kann dir gar nicht genug danken. Falls die Story je erscheint, schicke ich sie dir. Es gibt nichts Tolleres, als den eigenen Namen gedruckt zu sehen. Könnte auch eine Pause vertragen. Bis zum nächsten Mal. Das war erstaunlich neutral. So, Barrett. Setz dich doch mal. Du hast dich doch eben auch schon gesetzt. Setzen. Setz dich. Ich wollte mich nur für deine mutige Rettungsaktion bedanken. Ich hatte natürlich einen Plan für Matsuba, aber danke trotzdem. Worum geht's nochmal? Matsuba? Bedank dich doch am besten mit deinem paar Credits. Ja, unter Freunden nochmal. Nein. Was hättest du ohne mich gemacht? Ich glaube, das war eine gute Frage. Ich hätte Ihnen eine umfangreiche Vortragsreihe zur aneutronischen Fusion gehalten, bis Sie entweder ins Delirium fallen oder zu meinen Schülern werden. Was sonst? Ja, ich nehme das Essen. Es ist einfach schön, zu einem Team zu gehören, oder? Teil eines größeren Ganzen zu sein. Da draußen kann so viel schief gehen. Verlässliche Kollegen sind da Gold wert. Deswegen bin ich auch schon so lange bei der Constellation. Es ist gut, Leute zu haben, die einem aus der Patsche helfen. Vertraue Menschen, nicht Organisation. Wo bitte landen? Wie oft landest du denn bitte in der Patsche? Ich nehme das zweite. Sehr klug. Vertrau auf Dinge, die auch dir vertrauen können. Ehrlicherweise ist es bei mir tatsächlich das Erste. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Leute erstmal prinzipiell positiv eingestellt sind, solange bis sich zeigt, dass es definitiv nicht der Fall ist. Und? Ich mach's mal wahrheitsgemäß. Weißt du, ich bin auch Optimist. Das nutzen manche Leute aus, aber das ist dann ihr Problem, nicht meines. Deswegen fühle ich mich in der Constellation auch wohl, weil Vertrauen das Fundament ist. Apropos, schön, dass du jetzt dazugehörst. Okay. Wie lange bist du eigentlich schon in der Constellation? Ziemlich lange. Irgendwann erzähle ich es dir mal. Dafür brauche ich aber eine schöne Tasse Tee. Ich muss sagen, ich fand immer noch das Gespräch mit Sarah am besten, wo wir beide am Tisch gesessen haben. Danke, Barrett. Das wollte ich nur erwähnen. Schließlich hatten wir kaum Zeit zu reden. Zugegeben, durch die Constellation habe ich viele großartige Möglichkeiten. Und auch ganz schön viel Stress. Wer weiß, wie mein Leben sonst verlaufen wäre. Es wäre wahrscheinlich um einiges ereignisärmer gewesen. Ich wäre ein vollkommen anderer Mensch. Und ich wäre niemals Erwin begegnet. Wer ist Erwin? Und hätte ihn verloren. Moment, wer ist Erwin?
Erwin Madani war mein Mann. Und er war ein genialer Biologe, der ein paar Jahre vor mir zur Constellation gekommen ist. Er ist nicht mehr bei uns. Er hatte immer so strahlend gelächelt, wenn ich wiedergekommen bin. Strahlender als jeder Stern. Er bin zugestoßen. Der Krieg ist passiert. Er ist in das Kreuzfeuer zwischen den UC und dem Freestar Collective geraten. Das war direkt nach seinem Job auf Gagarin. Irgendwas Schreckliches. Ich weiß nicht mehr genau. Und wie war er so? Nett, dass du das fragst. Alle haben immer gesagt, er wäre das komplette Gegenteil von mir. Still und schüchtern. Aber das war nicht so. So war er nur, wenn andere Leute da waren. Ist nicht deine Schuld, Captain. Es ist nur, seit du diese Kraft hast, muss ich daran denken. Erwin ist seit über 20 Jahren tot. Manchmal kommen Erinnerungen hoch, wenn man es am wenigsten erwartet. Weiß ich nicht, ob ich so... Aber ich frag mal. Nun, die Abenteuer, die wir gemeinsam erleben, erinnern mich an die Zeit mit Erwin. Wir hatten so viel zusammen erlebt. Und dann war plötzlich Schluss. Ein Teil von mir will mich wohl daran erinnern. Ja gut. Klingt es nicht so, als würde ihn das noch so großartig belasten. Das Erste. Na gut. Ja. Er war ein Biologe und spezialisiert auf Botanik. Er liebte Pflanzen über alles. Jahrelang hatte er auf unseren Reisen eine dabei. Sie hatte sogar einen Namen. Das hatte ich schon fast vergessen. Vielleicht nehme ich dein Angebot noch an, Captain. Ich muss erst einmal darüber nachdenken. Wo ich davon rede, ein kleines Abenteuer wäre jetzt genau die richtige Ablenkung. Na dann. Aber da stand gerade nochmal Rede mit Barrett. Oh, Verzeihung. War das dein Magen oder meiner? Platziert sich beim Maggi hin. Er hat einen Stuhl hier. Nein, das ist mein Schlagzeughocker. Darf ich dir was Persönliches fragen? Und weiter? Ich glaube, das reicht erstmal. Ups. Okay. Dann. Naja. Dann geht's hier unten hin. Achso, wieder in den Transit, ne? Ja. Hui. Ja, cool. Geht denn der Fahrstuhl dahin? Hätte nochmal ganz kurz, Geschäftsdistrikt untere Ebene. Achso, wir kommen da einfach nur zum Zug, oder was? Achso. Gibt's denn hier irgendwas von... Interesse irgendwie nicht, ne? Das ist einfach nur ein... Ach, da sind die... Die Hangar und Plattform. Ach, da unten ist die Ebene. Alles klar. Da quasi hinter dem Tower ist unser Schiff. Und da hinten gibt es aber auch noch dann Landeplätze. Interessant. Kann man hier hin? Ja.
quasi da, das ist unser Schiff. Wollen wir mal eben gucken, gibt es hier hinten irgendwas von größerem Interesse? Gibt es hier hinten noch ein bisschen Wiege? Ah ne, hier ist Ende. Aber kann ich hier einfach mal so... übersprinten? So, gut stehen bleiben. Zugegebenermaßen, die Oberfläche hier ist wirklich nicht mehr für Spieler sollen hier lang gehen gedacht. Huch. Okay, meine. Ich kann meine Lampe nicht anmachen. Aber hier scheint es zugegebenermaßen nichts. So groß. Och doch, hier ist noch ein See. Hm. Okay. Kann man da irgendwie hinzoomen? Vermutlich nicht. Escape. Werden da gleich Menschen aufploppen, wenn ich da hingehe? Ich glaube, da ist jetzt schon einer. Ja, Tatsache. Also die Stadt selbst lädt also ohne Ladebildschirm zwischen den ganzen Distrikten. Interessant. Naja, gut. Haus Varun. Seine Botschaft einfach irgendwann aufgegeben. Hallo. Nö, nö. Ryujin Industries sucht die jungen Heldköpfe für die Zukunft. Oh ja, Security ausrauben. Hoffe, es wird nicht spät. Sonst bringt mich meine Süße um. Stell bloß nichts an, klar? Ich beobachte dich. Und zwar nonstop, von früh bis spät, rund um die Uhr. Das ist ungesund. Wolltest du gesagt haben. Gut, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen und haben eigentlich nicht so viel gesehen, aber... Hänsen aus Lokoloten. Hey. Hallo. Wurde ich genau vor dem E drücken entdeckt. Na guck mal, das Auge. Ein Teleskop. Na gut. Kennst du die Bitzen von der Security? Raumhafen? Ich glaube, wir sind jetzt wieder bei der Großmission, ne? Lass uns mal gucken, was wir jetzt noch haben. Hauptstory werden wir heute nicht weitermachen. Fraktion nicht. So, eigentlich den Dunkel. Finde neue Stories für SNN. Okay. Landesreise zum geheimen Außenposten auf Denibula 1B. Wir können es nochmal mit dem Spacer-Schiff anlegen. Wo ist das denn? Ach du meine Güte, ist das weit weg. Unerforschte Route. Ja, dann lass uns doch erstmal hier drüben hin. Arane Olympus. Sprung. Pause, Leute.
Kennen. Helium 3 und Aluminium. Und Beryllium? Ja. Schwupp. Was haben wir denn noch? Hier gibt es zumindest irgendwas drauf. Ein Mining-Außenposten für Helium und Eisen. Und von hier aus. Mit einer Voli. Wir haben das doch. Sind doch. Oli. Schlafsprung bereit, Antrieb hochfahren. Ah. Okay. Wir stecken in keinem Planeten. Also hat es geklappt. Bitte Scanner fahren. Okay, alles klar. Willkommen in Neon. Ach, hier ist Neon. Benzon, ne? Ja. Hier ist Neon. Wollen wir uns das mal ganz kurz anschauen? Nur mal eben kurz. Das wird nie was. Was? Gebäude? Wie Gebäude? Neon. Wir landen mal in Neon. Einfach mal angucken. Ach, Jutin, ja. Wir sind auf dem Wasser. Ah, das ist die Quintessenz von mir. Manchmal berauschend, manchmal irrend, manchmal stressig. Ich möchte mal ganz kurz hier runterschauen. Oh, wer ist denn das? Techniker. Hallo. Hallo. Schönen Tag noch. Ebenso. Wir passen gut auf dein Schiff auf. Danke. Dein Schiff ist bei uns sicher. Freut mich. Beruhigend. Ja, also. Das ist Neon? Doch Argon? Siehst du den riesigen Schild? Das ist Teil des Energiesystems. Blitze liefern den Neon einen Großteil des Stroms. Okay. Das ist eine fette Ölbohrplattform. Da vorne ist ein Checkpoint. Lassen wir sie ihren Job. Dann geht es schnell. Hallo. Die Security bleibt sauber, sonst haben wir ein Problem.
Sprich mit Sabu. Keine Bewegung, Petra! Was zur Hölle soll das? Tu nicht so. Die Detektoren haben das Aurora, das du bei dir hast, sofort erfasst. Steh schön langsam auf und dreh dich um. Wenn du fliehst, schießen wir. Was war der Plan, Nashor? Aurora nach Aquila City oder New Atlantis schmuggeln? Nein. Hab bloß vergessen, dass ich es dabei hatte. War keine Absicht. Kommt schon. Können wir uns nicht einigen? Ich zahle euch die übliche... Nicht wir machen die Regeln, sondern Verwalter Bayou. Und jetzt halt die Klappe und fang an zu laufen. Los, Bewegung! Ich im Gefängnis mit Nisha. Weißt, früher hatte ich noch meinen richtigen gerade, Job. Gerade, wo ich das Ruder rumreiße. Ja. Also schön gut. Brav bleiben. Bist du neu hier? Mhm. Dann solltest du dich mit unseren Regeln und Vorschriften zum Transport von Aurora vertraut machen. Du willst doch sicher nicht wie Nesha enden, oder? Was ist überhaupt Aurora? Aurora ist ein zur Entspannung genutztes Narkotikum mit halluzinogenen Eigenschaften, das du in Neon legal erwerben kannst. Hm. Ich nehme an, du kannst mir die Regeln kurz erklären. Natürlich. Und es wäre zu deinem Besten, wenn du mir genau zuhörst. Okay. Erst einmal ist der interplanetare Transport von Aurora streng verboten. Wer die Substanz hier transportiert, muss mit einer Verhaftung, einem Bußgeld und einer Inhaftierung rechnen. Kann es innerhalb der Stadt legal mitführen? Innerhalb der Stadt kannst du Aurora mitführen und überall benutzen, ja. Das Benutzen würde mir im Traum nicht einfallen. Okay. Gut, dann wirst du mit mir kein Problem haben. Sehr schön. Eine weitere Vorschrift, die du kennen solltest. Ach so. Der Erwerb von Aurora ist nur in der Astral Lounge möglich. Es irgendwo anders oder bei einem Straßenhändler zu kaufen, ist illegal. Das bringt dir eine Verhaftung, ein Bußgeld und eine Gefängnisstrafe ein. Ich glaube, das habe ich verstanden. Komm schon, das wird sicher nicht nur in das. Wo ist die Astralhaut? Du findest sie im Trade Tower. Fahr mit dem Aufzug zum Terminalgebäude und begib dich zu Bayou Plaza. Sie ist nicht zu übersehen. Begrüßt ihr alle Gäste so? Ich setze dich aus Gefälligkeit davon in Kenntnis. Meiner Meinung nach solltest du ein bisschen dankbarer sein. Gut, ja. Das wäre alles. Falls du noch Fragen hast, sag Bescheid. Andernfalls rate ich dir, sauber zu bleiben und weiterzugehen. Kommt es, dass ein Gem wie Aurora in Neon legal gekauft und eingenommen werden kann? Aurora ist das wichtigste Produkt von Xenofresh Fisheries. Der Firma, die ursprünglich das gegründet hat, was man heute Neon nennt. Von Xenofresh gesponserten klinischen Studien zufolge hat Aurora keine negativen Auswirkungen. Daher wurde es zur Anwendung freigegeben. Und bevor du fragst, das Freestar Collective hat es auch freigegeben. Solange Aurora innerhalb der Stadtgrenzen bleibt. Lobbyarbeit, hallo! Oh, da ist Geld geflossen. Dieser Hinweis ist sehr... sehr ehrlich. Ja gut, warum gescannt werden sollte, ist glaube ich klar. Ja. Mies? Was redest du denn da? Neben der Arbeit in der Astral Lounge ist das einer der sichersten Jobs, die man hier kriegen kann. Hast du eine Ahnung, wie viele Leute von Neon Security abgewiesen werden? Wahrscheinlich die halbe Plattform. Nein, ich gehöre zu den Glücklichen. Nach einiger Zeit in Appside verstehst du, was ich meine. Was ist Appside? Neons schlimmster Teil. Im Grunde der äußere Perimeter der gesamten Plattform. Da erwarten dich Armut, Drogenhändler, zwielichtiges Pack und Gangs. Wenn du deinen Besuch genießen möchtest, bleib in den sicheren Stadtteilen. Na gut. Na, fragen wir das auch nochmal. Voli Alpha hat eine Sondervereinbarung mit dem Freestar Collective. Ihre Schiffe dürfen auf den Raumwegen patrouillieren und Neon Security wahrt den Frieden in Neon selbst.
Die einzige Ausnahme ist der Freestar Ranger Außenposten in der Stadt. Allerdings arbeitet Ranger Price mit uns zusammen. Okay. Was ist denn los? Pass auf dich auf. Was? Das war doch nett. Sehr hilfreich. Und die Stadt schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ja. Ja. Ist schon... hat schon was. Beenden. Also... es macht halt schon Spaß, ne? 28,5 Stunden haben wir jetzt. Insofern... vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns heute Abend wieder. Oh Gott! Ja, heute Abend, genau. Was ist ein neuer Zusatzinhalt für Starfield? Wurde ihrem Account hinzugefügt und mit dem Spiel installiert. Reorder Digital Edition Premium Upgrade. Okay. Ja, okay. Also, wir sehen uns morgen Abend wieder, sofern ich nicht Schlaf nachholen muss. Ich werde es mal in den Discord schreiben. Sofern ich nicht einfach durchpenne. ansonsten gute Nacht, schlaft gut und ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Haut rein, bis dann, viel Erfolg. Tüdelü. Ich kenne etwas ruhigere Musik. Ja, ich dürfte gehen.